So zieht es uns zum Schluss unserer Reise in das alte Köln nochmal zurück zum Dom, in das Jahr 1931. In den 673 Jahren seit der Grundsteinlegung hat er schon viele Herren kommen und gehen gesehen. Also gönnen wir ihm die Gelassenheit, mit der er sowieso ausgestattet sein muss, und kehren wir ein in eine Oase der Ruhe. ...144 Meter beträgt die Länge des Mittelschiffs, überdacht von Gewölben in 43 Metern Höhe. Wer zum ersten Mal hier drin ist, kann die handwerkliche Bauleistung des Mittelalters kaum begreifen. Unten vor dem Hauptaltar, das Chorgestühl fast so alt wie der Dom selbst, handgeschnitzt, fantasievoll und verworren. Die einzigartigen Aufnahmen stammen von dem Kunsthistoriker und Kameramann Dr. Victor Schamoni. Niemand sonst hat sich in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg dem Dom so ausführlich mit einer Filmkamera genähert wie er. Schamoni gewährt uns auch einen Blick in die alte Schatzkammer, wo in jenen Tagen der Dreikönigenschrein aufbewahrt wird. Die Goldschmiedekunst aus dem 13. Jahrhundert gilt bis heute als kaum zu übertreffen. Es gibt aber auch eine andere Geschichte von Schamonis Film über den Kölner Dom. Wir könnten uns diesem Paar anschließen, um sie zu erzählen. Sie beginnt am 24. September 1931. Ein frisch vermähltes Paar reist mit dem Zug nach Köln. Maria und Victor Schamoni aus Soest in Westfalen. Sie träumen davon, ihre erste Nacht in Köln im Domhotel zu verbringen. Es ist ihre Hochzeitsnacht. Dann suchen sie sich in der Altstadt ein möbliertes Zimmer, denn sie haben vor, länger hier zu bleiben. Victor Schamoni hat sich der Filmerei verschrieben und arbeitet am Aufbau einer katholisch gesinnten Filmfirma. Ein Porträt über den Dom inmitten einer modernen Metropole soll sein erstes größeres Werk werden. In den nächsten Wochen filmt er, was das Großstadtleben rund um den Dom hergibt. Schamonis junge Braut Maria, hier auf der Bank in der Mitte, fungiert als Regie- und Kameraassistentin, trägt die leeren und die belichteten Filmkassetten unzählige Male um den Dom herum. Sie hatte das Zeug zur Berufsschauspielerin, eine Einladung, sich in Paris vorzustellen, für ihren Victor sausen lassen. Mit ihrer gesamten Mitgift ist sie zu guter Letzt auch noch Finanzier des Projekts, denn einen Auftraggeber gibt es nicht. Aber sie glaubt an den kritischen Ansatz ihres Mannes, der das Meisterwerk gotischer Baukunst wie einen Gefangenen erscheinen lässt,
Er ist der Erste, der es in einem Film wagt, die Lage des Hauptbahnhofs zu geißeln. 80 Jahre Eisenbahnabgase am Dom hätten das Gestein so sehr zersetzt, dass es hätte ausgetauscht werden müssen. Die Kathedrale an vielen Stellen kaum noch als Original anzusehen sei. Gut 100 Steinmetze kämpfen ununterbrochen gegen den Verfall. Schamoni folgt ihnen nach oben und zeigt uns zugleich ihre Perspektive auf die Stadt. Zur selben Zeit filmt hier auch ein Team der US-Wochenschau. Wenn man ihre Szenen mit Chamonix Aufnahmen kombiniert, entsteht ein Aufstieg wie ein Thriller. Heckmann! Ja? Heckmann, was ist das für ein schwarzer Fleck da, der Kreuzdom? Das sind die Männer, die den Dom gebaut haben. Keine Franzosen, keine Preußen. Die meisten Steinmetze kommen aus der Eifel. Bei ihrem Wagemut stockt der Atem. Mit schlafwandlerischer Sicherheit schweben sie ungesichert über die Kreuzblumen hinweg. Und ihr gottgefälliges Handwerk scheint ihnen einen Schutzengel zu verleihen. Nicht einen tödlichen Arbeitsunfall haben die Steinmetze im 20. Jahrhundert zu beklagen. Zwei Monaten haben die Chamonix alles im Kasten. Doch es findet sich niemand, der den Film ins Kino bringen will. Auch die Kirche ist zurückhaltend, denn Victor Chamonix glaubt, mit seinen Filmen dem Aufkommen der Nationalsozialisten etwas entgegensetzen zu können. 1933 erscheint der Film dann doch noch. In der Not verkauft Victor das Material an eine Berliner Filmproduktion, die sich auf NS-Propagandafilme spezialisiert hat und unter dem Titel Deutsche Glocken am Rhein vermarktet. Wer die Bilder gedreht hat, erfährt niemand.